Willkommen im Parc des Princes, liebe Fußballfans. Ich möchte Sie herzlich zu diesem Spiel heute begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie auch heute wieder durch das Spiel begleiten. Wir zeigen Ihnen heute eine spannende Partie. Paris Saint-Germain gegen Real Sociedad. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. Er geht schön dazwischen. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Marquinhos spielt mit Milan Skriniar in der Verteidigung. Und vorne sind sie in diesem Spiel heute mit 4 Stürmern sehr offensiv. Kollegen bieten sich an. Euer Sabal. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Da haben wir also die Startaufstellung von Real Sociedad. Mikel Merino steht mit Brais Mendes in der Mitte. Und im Angriff bauen sie heute zu Beginn der Partie erstmal nur auf einen einzigen Stürmer. Anspiel kommt gut. Euer Sabal. Brais Mendes. Das muss es fast sein. Eine sichere Parade. Ja, wird geblockt. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Und jetzt bekommen Sie die Chance. Skriniar. Hakimi. Hakimi mit dem Ballverlust. Brais Mendes. Merino. Euer Sabal. Euer Sabal sehen wir da. Klasse Pass, könnte was werden. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Vitinha. Klasse Tackling. Ja, energischer Vorstoß. Er zieht ab. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Kolomwani. Vitinha. Sie kommen über Dembélé. Hakimi. Er schießt. Super geblockt. Merino. Klasse den Ball zurückgeholt. Auf außen wäre Platz für Dembélé. Da wäre jetzt Platz für Mbappé. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Und jetzt Freistoß gegen Paris Saint-Germain. Le Normand.
Jetzt wird's gefährlich. Euer Sabal. Er passt gut auf und hat den Ball. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Was eine Aktion. Da darfst du dich über Gelb nicht beschweren. Hat die Schiedsrichterin alles richtig gemacht bei dieser Entscheidung. Gibt auch keine großen Diskussionen. War gelbwürdig. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Vitinha. Sie wollen die Führung, aber das gehen sie sehr ruhig an. Ball erstmal weg, gute Aktion. Die Chance auf den Konter. Die Abwehr kommt nur langsam wieder zurück. Jetzt die Chance. Kein Tor, der Torhüter ist da. Während der Pausenpfiff, das war sie also, die erste Hälfte im Parc des Princes. Durchgang 2 läuft. Den Ball holt er sich, gut gemacht. Saint-Rémy. Warren Saint-Rémy. Vitinha. Ah, super Pass. Gibt Einwurf. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Euer Sabal. Paris Saint-Germain mit dem Ballgewinn. Mbappé. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Amari Traoré. Takefusa Kubo. André Silva. Der Ballverlust. Da kommt der Pass. Vielleicht die Führung jetzt. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann dieser wuchtige Schuss. Da gibt es am Ende nichts mehr zu halten. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Takefusa Kubo. Guter Angriff jetzt. Sie kommen. Sie wirken da sehr druckvoll. Abwehr muss aufpassen. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Dembélé. Ah, da geht er vorbei. Da ist der Ballverlust. Merino. Das könnte vielleicht was werden. Euer Sabal. Und jetzt haben sie den Ball. André Silva. Traoré. Sie suchen die Lücke. Der Ball ist bei Takefusa Kubo.
Ja, ganz energisch. Ball ist weg, Gefahr erstmal bereinigt. Skriniar. Mbappé. Mbappé! Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Wechsel bei PSG. Ecke durch Dembélé. Er trifft. Er erhöht die Führung auf 2 Tore. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann kommt der Kopfball, technisch wunderbar gemacht ist das. Da gibt es gar nichts zu halten. Takefusa Kubo. Er passt gut auf und hat den Ball. Da werden sie zurückgepfiffen, Foul gegen Paris entschieden. Jetzt können sie kontern. Achraf Hakimi. PSG in der Offensive. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Merino. Zu Beldia. Lenormand. Zu Beldia. Bryce Mendes. Er fängt diesen Pass ab. Klare Führung für PSG in diesem Spiel, in dem wir so langsam dem Schlusspfiff entgegengehen. Sie machen das alles richtig gut hier. Führen mit 2 Toren und so stark, wie sie vor allem auch taktisch sind, denke ich, bringen sie das über die Runden. Und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Da wäre Platz für den Konter. Bryce Mendes. Martin Zubimendi. Andres Silva. Da ist er da, guter Zweikampf, er hat den Ball. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Bryce Mendes. Schlusspfiff für uns. Damit war es das für heute. Die Gäste gehen hier also als Verlierer vom Platz. Mit 2 Toren haben sie hier verloren. Ja, hinten waren immer wieder diese Lücken. Da waren sie unaufmerksam. Und gegen so einen Gegner wird das natürlich bestraft. Das haben sie heute wieder erlebt. Lass uns über die Leistung von Randall Kolo Muani sprechen, Buschi. Das war ein gutes Spiel von ihm, oder? Ein gutes Spiel hat er hier heute gezeigt. Also er hat auf jeden Fall seinen Teil zum Sieg beigetragen.